So, aus die Maus. Ich hoffe, wir nehmen jetzt auf. Das ist jetzt der 20. Versuch. Hallo und herzlich willkommen bei Explorer LP. Du, der du vielleicht jetzt gerade neu einschaltest und ihr da draußen natürlich, die mir jetzt schon länger die Stange halten. Euch widme ich dieses Video und äh, möchte mich auf diesem Wege wirklich tausendfach bedanken für das, was ihr mir in der letzten Zeit rüberbringt. Ich wünsche jetzt immer mal zwischendurch aufs Ausnahmeprogramm nicht böse sein. Ja, die meisten YouTuber machen natürlich ähm, ihr erstes Geburtstagskanalvideo, äh, wenn die ersten 500 Abonnenten erreicht sind. Ich habe mir gesagt, nö. Momentan ist so viel Action angesagt. Und ähm, die positive als auch negative Resonanz von eurer Seite hat mich dazu bewogen, mal so ein kleines Video aufzunehmen. Und wie ihr siehst, ich habe da keine Special Effects gescheut. Also hier die Geburtstagstorte im Hintergrund. Das Lametta am Hals, die Geburtstagströte. Ich hatte sogar noch ein Hütchen, aber äh, dadurch, dass ich den Greenscreen im Hintergrund laufen habe, äh, fand das nicht so richtig. Ich wollte mir dann noch ein äh, Krönchen aufzaubern, aber dann habe ich gedacht: Nee, komm, das ist so übertrieben. Das nehmen dir die Leute übel. Ja, worum geht es in dem Video? Ich äh, werde gleich ein paar Eckdaten noch über meinen Kanal geben, wie, äh, wie sich die ganze Sache momentan entwickelt. Ich denke, dich da draußen wird es eventuell auch interessieren, gerade meine Abonnenten. Und äh, was sich in Zukunft eventuell noch tut. Was heißt eventuell, was sich garantiert noch tut? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ähm, erstmal das, was sich ändern wird. Ähm, der Kanal ist entstanden am 7.9.2015. Das erste halbe Jahr, also die ersten sechs Monate, sprich bis Juni diesen Jahres. Juni, Mai, Juni, ja. Ähm, waren meine ersten Gehversuche äh, bei YouTube äh, Fallout 4? Im Livestream waren wir mit Seven Days, mit Forest. Und äh, das war alles anfangs ein Fiasko. Ich musste mich mit, den, mit dem Aufnehmen reinfuchsen, mit der Aufnahme. Äh, hab dann mittlerweile äh, komplett ein neues Setup gekauft. Das heißt, ich habe mir dann im Juni einen neuen Rechner gekauft, einen neuen Bildschirm, also eigentlich alles neu. Und da, ich sage jetzt mal, eine Zahl wird dich da ja draußen nicht interessieren, habe ich jetzt insgesamt 3.300 Euro investiert. Plus die Spiele, die ich mir dann dieses Jahr gekauft habe. Ähm, wen Hardware interessiert, der mög's, äh, möchtest, kann es in die Kommentare schreiben. Ich verlinke dann alles. Damit ihr ungefähr äh, wisst, was der Explorer da so am Stissel hat. Ja, wie gesagt, also bis Mai, Juni war überhaupt nichts auf meinem Kanal. Ich hatte keine Views. Ich. Ähm, war aber damit eigentlich gar nicht so unzufrieden, weil wie gesagt die erste Zeit war nur ein Rumexperimentieren und äh, da war ich eigentlich froh, dass wenig Leute meinen Kanal gucken, weil die wären dann enttäuscht gewesen, wären nie wiedergekommen, was heutzutage immer noch der Fall ist, aber gut, ist halt YouTube. Äh, ja und dann kam im Juli kam Icarus. Ja und seitdem muss ich sagen äh, bin ich äh, mehr als begeistert quasi fast schon geflasht und ich freue mich wie gesagt nochmal über euer Feedback, ich sehe es ja auch an den Views, also Ikarus kommt gut an, dass ich jetzt nicht der absolute Pro in dem Spiel bin, brauchen wir gar nicht drüber reden, die Kommentare gab es ja auch schon, aber ich spiele so wie es mir gefällt und ähm, nehme natürlich eure Tipps gerne an und versuche die auch umzusetzen. Ähm, nur mache ich das nicht direkt. Also wenn du jetzt montags schreibst, hier mach mal das und das, werde ich das Dienstag nicht schon machen können. Also ich nehme ja auch ein bisschen im Voraus auf und das kommt dann alles noch. Ähm, was sich jetzt noch ändern wird. Ich habe, äh, wie gesagt, da, das erste Dreivierteljahr eigentlich nur mit dem Aufnahmeprogramm gekämpft, mit den Einstellungen gekämpft. Ähm, jeder versucht sich zu perfektionieren, so auch ich. Und äh, ich denke, die Hürde habe ich jetzt mittlerweile gut genommen. Das sehe ich auch an dem Feedback in euren Kommentaren, dass die Videoqualität gut ist, etc. pp. Und ich denke, den Bereich kann ich abhaken mit einem ganz großen grünen Haken. Ähm, was muss ich jetzt ändern noch? Ähm, das nächste, was ich jetzt bei mir am Kanal angehen werde, sind die Thumbnails. Die habe ich ja bis jetzt eigentlich bei jedem Let's Play einheitlich gelassen. Ähm. Das wird sich ändern, also jede Folge wird ihr eigenes Thumbnail bekommen. Das habe ich jetzt schon angefangen mit Battlefield 1. Dann glaube ich mit ARC Staffel 3, genau. Da laufen jetzt auch separate Thumbnails. Das mache ich mit Photoshop. Und da ist ja auch wieder ein Programm, wo du 100.000 Sachen einstellen kannst, probieren kannst. Und da muss ich mich jetzt auch reinfuchsen. Also die werden dann von der Zeit zu Zeit, hoffe ich mal, auch besser. Das Zweite ist, ich bin öfters angeschrieben worden bei YouTube in den Kommentaren, ob ich denn nicht mal, warum ich keine Let's Plays mit Facecam mache, also mit Webcam, so wie jetzt gerade so. Und ja, meine subjektive Meinung war eigentlich bis jetzt immer, dass ich gesagt habe, wenn ich persönlich jetzt ein Spiel sehen möchte, was mich interessiert oder wo ich mal reinschnuppern will, interessiert mich die Birne, die dahinter sitzt und quatscht, eigentlich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie du da draußen das siehst. Kannst es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich möchte jetzt in Zukunft nicht jedes Play Let's Play mit Webcam machen. Ähm, da kommen wir auch dann schon direkt zu Punkt 3. Aber dazu mehr gleich. Ähm, es wird garantiert mal jetzt ein äh, Let's Play kommen oder ein Gameplay, wo ich dann auch die Webcam für benutzen werde. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, wie ihr das seht. Wollt ihr Let's Seht ihr gerne Gameplays, wo, wo ihr denjenigen seht? Seht der spielt oder sagt ihr, nee, das muss ich auch nicht haben? Würde mich mal echt interessieren. Ja, Punkt 3 ist natürlich dann, wo wir mit der Webcam dran sind. Ähm, Dass äh, mein, mein Schreibtisch hier und der ganze Knös, der da dran hängt, ähm, was die Webcam angeht, ich muss hinter mir den Greenscreen aufbauen, ich muss die Studioleuchten hier alle aufstellen. Ähm, das ist für mich persönlich, ähm, darf ich das sagen? Faule Sau? Ja, faule Sau. Ähm, habe ich nicht immer Bock drauf. Für einen Livestream muss ich es machen, aber jetzt für ein, für ein Gameplay, wenn ich jetzt offline, also irgendein Spiel für euch aufnehme oder für dich da draußen, äh, habe ich da ja nicht Lust drauf. Deswegen werde ich jetzt ähm, im Dezember beim Onkel, beim schwedischen äh, Möbelhaus hier um die Ecke, weißt du, ne? will da ja keine Schleichwerbung machen, mal einfahren, habe mir da schon ein paar Sachen ausgesucht. werde dann im Dezember ja das alles mal umbauen, so dass, wenn ich sage, ey, heute habe ich mal spontan Bock, mit Webcam aufzunehmen, dass das alles kein Problem ist, beziehungsweise vielleicht auch dann auch äh, mitunter auf den Greenscreen verzichten kann. Aber wie gesagt, das wird erst im Dezember soweit sein und äh, ja. Gut, mach mal die Eckdaten zu meinem Kanal. Wie gesagt, 7.9.2015 erstellt. Ich lunch mal jetzt hier auf äh, Onkel YouTube. Äh, bis Mai, Juni war ja nicht Ich habe hier so ein Diagramm vor mir, da, da, also wenn es da noch runter in den Keller gehen würde, das wäre unten im Keller. Dann kam wie gesagt im Juli Icarus und seitdem äh, wo muss ich da jetzt drauf? Klicken wir mal hier drauf. Wir haben also ursprünglich geplant, wo ich den Kanal 2015 aufgemacht habe, habe ich mit dem Darker darüber gesprochen und ähm, mein Ziel für das erste Jahr wäre es eigentlich gewesen, A, dass das alles so läuft, wie ich es will, was es ja mittlerweile so tut, und äh, B, ich habe gesagt, wenn, wenn ich im ersten Jahr 50 Abonnenten habe, dann äh, bin ich happy. Ja? Also ich, ich äh, ja, du weißt, was ich meine. Gut, das erste Jahr ist um, plus zwei Monate. Wie gesagt, 7.09. war eigentlich, wir haben heute den 7.11. Explorer, die Schlafmütze. Ja, und wir sind mittlerweile bei 171 Abonnenten gekommen. Und ähm, ja, ich bin Baff, jeden Tag, wenn ich auf die Zahl gucke, ich bin Baff. Du da draußen wirst jetzt sagen, ähm, Peanuts. Ja, für dich mag das Peanuts sein. Im Vergleich zum Gronk mit 4 Millionen Abonnenten, klar, aber äh, ne, ihr müsst überlegen, wie viele äh, Let's Player gibt's Hunderte, tausende, wenn nicht. Und da äh, hervorzustechen, ist natürlich äh, dann ein Akt. Da muss sie schon abliefern. Da muss sie perfekt sein. Bin ich nicht. Will ich auch gar nicht sein. So. So viel zu dem Thema. Ja, und äh, zu den 171 Abonnenten äh, kommen wir auf fast 27.318 Aufrufen in der Zeit jetzt. Was ja auch eine immense Nummer ist, ne? Dann schauen wir mal. YouTube sagt mir ja alles bis ins kleinste Detail. So, ich klicke mal hier auf die Übersicht. Gut, also wie gesagt, das haben wir: äh, positive, negative Bewertungen. Ich habe mit, äh, mittlerweile auf meinen Videos 794 positive Bewertungen, im Vergleich dazu 21 negative Bewertungen. Ist auch vollends in Ordnung. Bei den negativen Bewertungen würde ich mir manchmal wünschen da draußen, dass ihr eventuell doch da mal reinschreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ich meine, manche klicken äh, willkürlich drauf, oh, die Folge war scheiße, die war langweilig, negativ, bums. Aber ihr würdet dem jeweiligen Kanal, egal ob mir oder einem anderen Kanal, natürlich helfen, wenn ihr negativ bewertet, dass ihr das ganz locker schreibt, pass auf, habt mir die Folge angeguckt, das und das äh, geht gar nicht und äh, deswegen negativ. Wir könnten im Vergleich auch jetzt nur 21 positive und 794 negative Bewertungen haben. Das macht dem Kanal gar nichts aus. Was für YouTube zählt, ist die Interaktion. Und da kommen wir zu den Kommentaren. Ich komme jetzt insgesamt auf 912 Kommentare unter meinen Videos. Und ich möchte betonen, dass ich noch es schaffe, jeden Kommentar eigentlich zu beantworten. Und wenn es manchmal nur ein Smiley ist, aber ich lese alles von euch. Und ich nehme auch alles von euch zu Herzen. Nur müsst ihr, wie gesagt, manchmal dann auch Rücksicht auf mich nehmen, wenn ihr in manchen Spielen Tipps gebt. Äh, ihr seid nicht der Einzige, es sind zig andere Leute, die auch noch Tipps geben. Und äh, wenn ich dem allen nachgehen würde, sofort, käme ich ja gar nicht mehr hinterher. So, dann sagt der Onkel YouTube, hier äh, Explorer, deine Inhalte sind neunmal geteilt worden. Das heißt, sie sind so wie ich das verstehe eingebettet worden auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Ich habe noch nicht gegoogelt, wo. Ich hoffe, inbrünstig, dass keine Pornoseite dabei ist. Der Explorer auf dem Wellensittich. Folge 1. Ja, Videos haben wir insgesamt jetzt auf dem Kanal 1051 Videos habe ich hochgeladen. A 20 Minuten und mehr. Das ist eine Hausnummer. Da siehst du, wie viel Zeit ich für dich da draußen investiere. Heftig, heftig, heftig. Ja, um Top 10 Videos, ähm, klar. Ikarus von 1 bis Anno schlag mich tot. Die Top-Länder finde ich, ich auch manchmal sehr interessant. Äh, also er zeigt mir auch an, aus welchem Land meine Videos geguckt werden. Da ist Deutschland mit 89% dabei, normal. Die Österreicher mit 5,3 Prozent, mein absolutes Lieblingsland. Wer immer du auch bist, ich grüße dich und ich bedeine dich, wo du wohnst. Die Schweiz mit 2,4 Prozent, auch an euch, ne? Grüezi. Dann haben wir die Vereinigten Staaten, 0,6 und die Türkei mit 0,4 Prozent. Ja, ich, äh, gut. Die Zugriffsquellen, also. 40% der Zugriffsquellen erfolgen über meine Playlist, 18% Videovorschläge, 9,6% über die YouTube-Suche und 32% über sonstiges. Dann für mich der interessante Teil auch äh, das männer in verhältnis also geschlechtermäßig die Aufrufe. 86% meiner Viewer sind Männer und 14% meiner Viewer sind Frauen. Frauen, bin ich so hässlich oder ich, ich verstehe es nicht? Aber ist okay, ist ja egal. Hauptsache, die Videos werden geguckt. Ähm, die letzten Daten, die ich jetzt hier eigentlich noch sagen kann, sind: ähm, Wir haben eine durchschnittliche Wiedergabezeit pro Video von 4 Minuten 36. Hört sich jetzt wenig an, aber er nimmt ja die Gesamtmenge und teilt die wahrscheinlich durch die Views. Ähm, das ist eine ganz normale Zeit. Deswegen machen die meisten YouTuber oder äh, viele YouTuber äh, machen es so, dass sie zum Beispiel eine halbe Stunde aufnehmen und die Videos runterschneiden auf 10 Minuten, weil mehr schaut der durchschnittliche YouTube-Viewer äh, nicht. Ähm, ich mache das nicht, ich bin eine absolut äh, Spinnefeind gegen, äh, ich möchte das nicht. Dann kann ich eher damit leben, dass jemand nach drei, vier Minuten das Video ausmacht, als wenn ich jetzt 40 Minuten aufnehme und das auf fünf Minuten runterschneide. Äh, ja, dann, ja, wie gesagt, der letzte Wert ist noch: all meine Views, also komplett alle auf äh, meine Videos. Ähm, 86% der Nicht-Abonnenten schauen meine Videos und 14% meiner Abonnenten schauen meine Videos. Auch eine Zahl, da hätte ich eigentlich dann vorher mitgerechnet, ähm, weil ich es nicht kannte, weil ich es nicht wusste, dass das genau andersrum wäre. Aber komischerweise so. Ja, dann eine Frage noch an euch da draußen oder an dich da draußen, der du jetzt noch kein Abonnent bist. Was mich interessieren würde, ist: ähm, Anfangs in den ersten Fallout-Folgen habe ich natürlich um äh, Abos und Däumchen nach oben und sowas gebettelt. Das habe ich mir abgewöhnt, also danach nie wieder. Ähm, wie seht ihr das? Wenn, wenn der YouTuber zwischendurch ja, hier abonniert mich mal und Daumen nach oben. Ähm, macht ihr das? Macht ihr das nicht? Weil ich diesbezüglich, weiß ich nicht, ich finde das aufdringlich. Deswegen siehst du meinen Videos auch nur unten rechts, diesen kleinen, klitzekleinen, roten Subscribe-Button. Wenn du da draufklickst, kommst du auf die Abo-Seite. Beziehungsweise im Video abspann Video abspannen. Da äh, kommt dann nochmal ein bisschen Werbung meinerseits. Und äh, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich ähm, bin da zwiespältig. Klar möchte jeder auf seinem Kanal Views haben, Abonnenten, ähm, aber ich habe ich hab immer das Gefühl, wenn, wenn, wenn ich das jetzt sagen würde, so, ey, ja hier, schaust gerade mein Video, toll, like mal, Abo mal. Dann, äh, das, das ist so... Nee, aufdringlich. Aufdringlich ist das Wort. Genau. So. Gut, meine Lieben. Ähm, fünf Let's Plays laufen ja derzeit. World of Warcraft, Battlefield 1, die Kampagne. Wir spielen weiter Icarus, was hoffentlich noch ein bisschen weitergeht. Wir spielen Minecraft Life in the Woods, wo ich sagen muss, mein persönliches Lieblingsspiel. Und wir spielen, Nummer 5 ist... Nummer 5 lebt, Nummer 5 lebt. Icarus. Ark. Ark Staffel 3. Mit dem Dark zusammen. Ja. Ähm, es werden... Ich habe noch zig Spiele auf dem Rechner, wo ich gar nicht dazu komme, die aufzunehmen, die ich aber unbedingt aufnehmen will. Und leider kommen jetzt im Januar, ich habe es ja schon öfters im Livestream angesprochen, noch etliche Spiele dazu. Etliche Spiele. Und... Ähm, ja, ich hoffe, dass ich das alles gepackt kriege, weil, wie gesagt, ich bin ja auch noch am Arbeiten, ne? Und äh, mal so ein paar, noch ein paar kleinere Eckdaten zu geben. Wenn ich 20 Minuten Ekarus aufnehme, eine Folge, eine Folge, 20 Minuten und muss da noch schnibbeln, braucht das äh, Rendern über äh, Movie Studio äh, noch mal anderthalb Stunden für diese 20 Minuten und das Hochladen auf YouTube eine Stunde. Deswegen sage ich immer, ich habe so wenig Zeit. Leider. Ich würde gerne mehr Zeit investieren, aber arbeiten und das und dann noch Haushalt und Hund, ne großer Hund, ähm, lässt sich nicht immer so vereinbaren. Aber ich tue mein Bestes. Zum Schluss nochmal tausend Dank für euren Support die, die meine Abonnenten sind, die fleißig schreiben, wir, wir hatten ja jetzt bei den Icarus-Folgen im Livestream zum Schluss ja auch, ja, die letzten 12 Streams war es eigentlich so, dass wir uns im TS getroffen haben und haben gequatscht und das fand ich super, das ist ähm, ja, geil, mehr kann ich das noch nicht sagen und ähm, ich bin gespannt, wie sich der Kanal jetzt im nächsten Jahr noch weiterentwickelt. Ähm, ich denke, es wird garantiert noch ein äh, steiles Berg abgehen, Steiles Bergab geben, in dem Moment, wenn Icarus vielleicht mal vorbei ist. Da werden bestimmt einige wieder deabonnieren. Ich hoffe es nicht, aber ich rechne fest damit. Deswegen äh, bleue ich mir das jetzt schon ein, damit ich dann, wenn der Tag kommt, ich da auch nicht so äh, enttäuscht bin. Aber wie gesagt, dann baut man neu auf und äh, es kommen neue Spiele und ja, es ist halt im Leben so, ne? Ein Kommen und Gehen. Gut, jetzt habe ich aber genug gequatscht. 19 Minuten. So, genau, das kam ja auch noch in den Kommentaren. Explorer, du erzählst so wenig. Ja, Leute, ich, äh, ich bin so ein Ruhiger. Ich, ich arbeite dran, ich versuche zu quatschen, aber nehmt mir nicht übel, wenn dann mal plötzlich Minuten, drei Minuten. Wie ist der? Geht schon los. Fortfindungsstörung, Explorer ist wieder am Werk. Wenn mal innerhalb des Videos mal drei Minuten Ruhe ist. Äh, mir, fall, mir fällt auch nicht immer ein Thema ein und. Äh, was sagt der gute Gronk? Der hatte das anfangs auch. Und der sagt, das kommt in der Zeit und dann bin ich sicher, bei mir kommt es auch. Viele schreiben auch, eh, zu deinen ersten Videos, das wird immer besser. Das wird auch besser. Ich muss halt äh, üben, üben, üben. So, das war jetzt von mir das Wort zum Sonntag. Mein erstes Kanalvideo. Das Zweite machen wir dann richtig professionell. Also da werde ich dann hier in irgendeiner deutschen Großstadt ein Parcours laufen oder vom Eiffelturm im Banzi. Ich muss mal gucken, was die Kasse dann hergibt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das nächste Video kommt. Ich weiß nicht, ob wir dann 500 Abonnenten-Special-Video machen oder ob wir dann auf das Zweijährige warten. Das mache ich dann spontan. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich auf die Spiele, die noch kommen. Ich freue mich auf die Kommentare von dir da draußen. Egal, ob positiv oder negativ. Und ähm, wünsche euch da draußen, heute ist der 7.11., auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ich freue mich auf den nächsten Livestream. Und äh, macht's gut. Tschüss und bye bye und ciao ciao. Euer Explorer.